Hallo zusammen, herzlich willkommen auf unserem Channel. Ihr wollt nach Hamburg aber gleichzeitig Geld sparen? Das geht! Wir zeigen euch jetzt 5 kostenlose Sehenswürdigkeiten in Hamburg, die ihr unbedingt besuchen solltet. Bleibt dran! Hallo! Hi, wir sind hier gerade in Hamburg in Planten und Blumen und gucken uns gleich die Wasserlichtspiele an und werden euch tolle Aufnahmen zeigen. Viel Spaß! Planten und Blumen ist ein berühmter Park in Hamburg und ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen. Der Name ist plattdeutsch und bedeutet Pflanzen und Blumen. Der Park erstreckt sich über eine Fläche von etwa 47 Hektar und ist bekannt für seine wunderschön angelegten Gärten, darunter ein Rosengarten und ein japanischer Garten. Guck mal, wo die da oben sitzen. Der Park bietet viele Attraktionen wie die Wasserlichtkonzerte im Sommer, bei denen Wasserfontänen zu Musik und farbigem Licht tanzen. Es gibt auch zahlreiche Spielplätze, Teiche und viele ruhige Ecken, um sich zu entspannen. Wasserlichtspiele da vorne. Und die Leute warten jetzt alle. Dass immer noch der Fernsehturm geschlossen ist. Und man weiß nicht, wann der wieder geöffnet wird. Der Fernsehturm? Ja. Da war damals ein Restaurant. Und jetzt war es asbestverseucht und bis heute nicht geöffnet. Die Wasserlichtspiele finden in der Regel von Mai bis Ende September statt. Sie laufen täglich abends bei Einbruch der Dunkelheit. Die Zeiten können leicht variieren. Unmittelbar in der Nähe befindet sich das Radisson Blue Hotel, was ein Hingucker ist, sowie das TCH Kongresscenter. Der Fahrraddieb, der klaut, das erste Schloss hat er schon aufgebrochen. Ich habe dich live enttarnt, erwischt. Dann sind wir im Sommer nachts mit dem Fahrrad durch Hamburg gefahren. Es gibt viele schöne Fahrradwege und vieles zu erkunden. Hi, wir sind auf dem Heiligen Geistfeld. Wie ihr sehen könnt, ist hinter uns der Bunker, den wir gleich besuchen werden. Der Eintritt ist kostenlos und wir haben jetzt circa, wie spät? 9.30 Uhr und ab 9 Uhr ist es geöffnet und wir gehen jetzt nach oben rauf. Und wir nehmen euch mit. Der Bunker in Hamburg, genauer gesagt der Hochbunker auf dem Heiligen Geistfeld im Stadtteil St. Pauli, ist eine bekannte Landmarke der Stadt. Er wurde während des Zweiten Weltkrieges als Luftschutzbunker gebaut und ist einer der größten Hochbunker Europas.
Über die Jahre hat er verschiedene Nutzungen erfahren und heute ist er ein kulturelles Zentrum mit einer Aussichtsplattform. Der Eintritt war umsonst. Das ist schon mal positiv. Ja, also wenn ihr für eine Sehenswürdigkeit in Hamburg nichts bezahlen möchtet, dann müsst ihr hierher. Da ist der Michel. Das ist das Stadion? Hier trainieren die Profis. Ach was. Und das ist das Stadion. Treppen. Kennen wir ja schon. Haben wir so genügend Videos. Die Aussichtsplattform befindet sich auf dem Dach des Bunkers und bietet einen großartigen Panoramablick über Hamburg, besonders auf den Hafen St. Pauli und die Elbe. Der Bunker beherbergt zudem verschiedene Einrichtungen, darunter Clubs, Studios und sogar Radiosender. Aktuell wird der Bunker noch weiter umgebaut und erweitert, um mehr kulturelle und soziale Projekte zu unterstützen. Hier sind schon viele Pflanzen. Ja. Ein besonderes Projekt ist die Begrünung des Bunkers. Es soll eine grüne Oase auf dem Dach entstehen, inklusive eines öffentlichen Parks. Hier ist das La Sala in Hamburg. Man kann hier essen. Wir haben die Maximalhöhe erreicht. Haben wir? War's das schon? Anscheinend. Ganz Hamburg. Die Kombination aus Geschichte, Kultur und einem fantastischen Ausblick macht den Bunker zu einem spannenden Ziel in Hamburg. Die Hafen City ist eines der größten städtebaulichen Projekte in Europa und liegt direkt am Hamburger Hafen. Sie verbindet modernes Stadtleben mit der maritimen Geschichte der Stadt und ist eine Mischung aus Wohn-, Büro- und Freizeitgebieten. So, wir sind jetzt in der Hafen City und gehen hier einmal spazieren Richtung Elbphilharmonie. Und wie ihr sehen könnt, im Hintergrund sind die Neubauten. Seht euch das an, das sieht wunderschön aus. Hier gibt es so viele Cafés und Restaurants. Du kannst dich hier entspannt hinsetzen, dir einen Kaffee bestellen, was zu essen bestellen. Es ist immer gute Stimmung. Du kannst dich hier Fahrräder ausleihen oder mit einem E-Bike unterwegs sein, E-Scooter. Es gibt hier einfach so viele Möglichkeiten, wie du deine Freizeit einteilen kannst. So, in welches Restaurant gehen wir heute? In keins, denn das Video handelt um kostenlos Hamburg. Ein besonderes Highlight in der Hafen City ist die Elbphilharmonie. Ein beeindruckendes Konzerthaus, das auf einem historischen Kaispeicher errichtet wurde. Sie ist bekannt für ihre einzigartige Architektur und Akustik und bietet auch eine Aussichtsplattform, die Plaza, von der man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und den Hafen hat. Die Speicherstadt auch nicht zu vergessen, wo du entspannt spazieren gehen kannst. Polizia. Also nicht mal in der Hafen City ist dein Auto sicher. Also wer hier wohnt, der hat es geschafft. Diese Wolken, diese Architektur und das in Hamburg. Wundervoll. Jedes Gebäude sieht individuell aus. Für Familien gibt es einen großen Kinderspielplatz und generell zahlreiche Cafés, Restaurants, Geschäfte und Freizeitaktivitäten. Der Elbtower, hier noch in der Bauphase, soll eines der höchsten Gebäude Deutschlands werden. Der Turm wird das östliche Ende der Hafen City markieren und ist als architektonisches Highlight und neues Wahrzeichen der Stadt geplant.
Der Elbtower wird nach Fertigstellung etwa 245 Meter hoch sein, was ihn zum höchsten Gebäude in Hamburg macht. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Das Treppenviertel. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man nicht hinknallt. Das Treppenviertel in Blankenese ist eines der malerischsten Viertel Hamburgs und liegt im Westen der Stadt, direkt an der Elbe. Dieses Viertel erinnert viele an mediterrane Küstenorte, weil die Häuser terrassenförmig angeordnet sind und man von vielen Punkten aus einen tollen Blick auf die Elbe hat. Also, hier gibt es viele Gassen, viele Treppen. Man muss nur rumlaufen, dann findet man schon alles. Das Treppenviertel erstreckt sich über mehrere hundert Stufen, die durch das Viertel führen. Daher der Name. Es gibt keine festen Straßen in diesem Bereich, sodass man das Viertel vor allem zu Fuß erkunden muss. Die Treppenwege sind oft von hübschen Gärten und kleinen Vorgärten gesäumt, was den Spaziergang sehr idyllisch macht. Mehr Hornissen oder so, hörst du das? Nein. Ja, stimmt, du hast recht. Ach, die kommen von hier. Guck mal, das sind ganz viele hier. Was sind das, Wespen oder? Oh Gott, Bienen, Wespen. Oh Gott, hier sind so viele. Gut. Müssen wir schnell hier weg. Ein weiteres Highlight des Treppenviertels ist der Elbstrand, der nur einen kurzen Fußmarsch entfernt liegt. Dort kann man gemütlich am Wasser sitzen und den Schiffsverkehr beobachten. Historisch war Blankenese einst ein Schifferdorf und das Treppenviertel hat sich seinen dörflichen Charakter weitgehend bewahrt, obwohl es heute eine der exklusivsten Wohngegenden Hamburgs ist. Die Außen- und Binnenalster sind zwei zentrale Gewässer in Hamburg, die zusammen das Herz der Stadt prägen. Sie sind Teil der Alster, eines Flusses, der in die Elbe mündet. Du kannst einen großen Spaziergang um die Alster machen oder wie wir ein E-Scooter ausleihen, um neue Orte zu erkunden. Das ist Red Dog. Und weiter geht's, oder? Ja. Team Anna und Steven. Die Außenalster ist deutlich größer und wird von malerischen Parkanlagen, Villen und Schönspazierwegen umgeben. Sie ist ein beliebter Ort für Jogger, Spaziergänger und Radfahrer. Schnell, um durch die Alster zu kommen. Mies! Man kann auch wunderbar segeln und rudern. Die Alster ist ideal für Wassersport. Rund um die Außenalster gibt es viele Cafés und Restaurants mit Blick auf das Wasser, die zum Verweilen einladen. Alster, mit mega Spaß. Wir haben kurzer Zeit einen Roller geliehen. Hat auch mega Spaß gemacht. Heute bringt alles Spaß. Ich hatte noch nie so einen spaßigen Tag. Und du? Jetzt übertreibt man nicht.
zum Beispiel ein Tipp, ein Restaurant, soll sehr gut sein. Mittagstisch, griechischer Salat. Das Seehaus Hamburg. Sonne essen, trinken, entspannen, segeln, rudern, feiern. Hier sind wir richtig. Auf jeden Fall kann man hier ein Tretboot ausleihen. Guck mal, hier sind die Preise fürs Tretbootfahren. Maximal pro Person 24 Euro für eine Stunde. Das machen wir in unserem nächsten Video. Oder wir gehen segeln. Das war's von uns. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen und inspiriert, auch nach Hamburg zu fahren. Also, bis zum nächsten Mal.